So schauen die aus. Ich finde die mega. Die riechen richtig gut nach Vanille. Hier sind auch so dunklere dabei. Am liebsten mag ich hier diese zweifarbigen. Richtig, richtig hübsch. Das sind ja die von gestern. Das haben die Kinder gemacht. Sieht. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Mary und für alle, die mich kennen, willkommen zurück. Ihr habt euch in meinem Rossmann Haul dieses Video gewünscht, denn da hatte ich ja ziemlich am Anfang so ein Glas gezeigt, wo da Badebomben drin waren. Ich glaube, da waren drei Stück oder was. Und da habe ich euch erzählt, dass ich es auch selber machen kann und euch auch gerne zeigen würde, wie das Ganze geht. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht. Das geht nämlich wirklich ganz einfach. Man braucht nicht viel Material dafür und es ist eine tolle Geschenkidee. Es ist mega günstig, wenn man das so berechnet. Sagen wir mal, jede Person, sagen wir mal jetzt Weihnachtsgeschenk, jede Person kriegt vier Kugeln oder was. Das kostet tatsächlich unter einem Euro, wenn es denn kleine Kugeln sind. Ja, ich zeige euch, erzähle euch erstmal was kurz dazu, was ihr dafür benötigt, was ihr alles dazu nehmen könnt. Ich habe jetzt auch verschiedene gemacht. Wir haben nämlich gestern schon welche gemacht und wir werden diese auch jetzt gleich zusammen machen, damit ihr auch seht, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Aber wie gesagt, das geht wirklich ganz, ganz einfach. Wir, die Kinder und ich gestern, haben Badekugeln gemacht. Meine Tochter, die ist erst drei, mein Sohn, der ist fünf und die hatten beide mega viel Spaß. Und das riecht gerade so gut nach Vanille. Ich zeige euch mal gerade. Ich habe das jetzt so in einem Glas. Ich hatte die im Kühlschrank stehen, deswegen ist das hier alles so ein bisschen beschlagen und die sind steinhart. So schauen diese aus. Wie ihr seht, diese vier sind alle gleich groß. Das kann man nicht sehen, weil der Fokus bei mir liegt, ne? So, seht ihr das? Da haben wir zwei Farben genommen, denn Melina, die wollte unbedingt rosa und der Gianni blau. Und dachte ich mir, okay, machen wir doch Hälfte, Hälfte. Die hier sind so blau, grau, ja, riechen unheimlich gut. Richtig, richtig gut. Oh mein Gott. Und dafür haben wir eine Form benutzt. Also, was braucht ihr? Auf jeden Fall eine Form. Das heißt, eine entweder sowas hier. Das sind zwei Hälften von einer Weihnachtskugel, hat einen Durchmesser von 7 cm. Habe ich jetzt nicht benutzt, weil ich finde die einfach zu groß. Dann nehme ich doch lieber so drei Stück und werfe die mir alle drei in die Badewanne, dachte ich mir jetzt. Und wenn man weniger haben möchte, kann man dann auch nur ein oder zwei nehmen. Deswegen so eine riesengroße wollte ich jetzt nicht machen, wollte ich euch aber gezeigt haben. Deswegen steht das hier. Dann habe ich habe jetzt eine genommen, also von den Kindern, das ist von Knete Spielzeug. So zwei Teile. Und dann wird das so zusammengedrückt und dann habe ich eine Kugel von einem Durchmesser von 4 cm. Das ist jetzt für mich perfekt. Ihr könnt jede Form nehmen, die ihr so habt. Und wenn ihr gar keine Form habt, überhaupt nicht schlimm, denn ihr könnt das auch mit den Händen machen. Auch so eine habe ich geformt. Das ist diese hier, das ist eine etwas kleinere. Die ist jetzt vielleicht nicht perfekt rund, aber ich finde es richtig schön, weil das macht es ja aus. Also es ist Handarbeit und das muss nicht perfekt sein. Und dennoch ist die ganz gut geworden. Die riecht mega. Also ich weiß nicht, ob ich da die am liebsten in die Badewanne werfen möchte oder lieber da reinbeißen möchte. Richtig, richtig gut. Hier habe ich auch noch ein paar Blüten. Das könnt ihr zum Beispiel auch nehmen. Ich zeige euch jetzt, was ihr dafür braucht. Also ihr habt ihr gehört, Blüten könnt ihr nehmen. Diese habe ich noch von schon länger. Die habe ich austrocknen lassen. Jetzt ist ein Buch drin. Die benutze ich nämlich auch immer sehr gerne für die Fingernägel als Deko. Und habe die da reingemacht und die riechen tatsächlich noch. Das ist echt mega. Also was ihr braucht einmal Speisestärke. Hier sind 400 Gramm. Machen wir jetzt mal ein
machen wir jetzt mal 200. Am Ende kann ich euch erzählen, wie viele Kugeln ich von diesen kleinen rausbekommen habe. Dann machen wir nämlich diese kleineren, damit ihr wisst, wie viel wird es denn am Ende. Das weiß ich nämlich jetzt vom Kopf her nicht. Also wir nehmen 200 Gramm Speisestärke. Wir nehmen dazu 100 Gramm Natron. Dann braucht ihr noch 100 Gramm Zitronensäure. Das ist uns gestern kaputt gegangen, deswegen habe ich das jetzt hier drinnen schon. 100 Gramm ist jetzt von Dr. Oetker gewesen. Also das kriegt ja alles wirklich sehr, sehr günstig. Die kosten, ich meine, 30 Cent oder 40 Cent. Und das auch unter einem Euro. Und mega günstig, also wirklich. Genau das. Und dann braucht ihr noch Öl. Am besten nehmt ihr da Kokosnussöl. Da erzähle ich euch gleich was zu. Und das war es auch schon. Ihr braucht nur diese vier Sachen. Und jetzt nenne ich euch gleich auch noch Extras, was ihr noch dazu nehmen könnt. Also zum Öl erstmal, zum Kokosnussöl. Den habe ich jetzt vom Action. Richtig günstig, kostet um die 3 Euro oder nicht mal 3 Euro. Und hier sind 500 Milliliter drin. Das ist echt mega günstig. Er schmeckt auch richtig lecker. Genau. Ihr könnt auch andere Öle nehmen. Wieso Kokosnussöl am besten ist? Es macht eure Haut weich, es riecht gut. Und das Dritte, was ich sehr wichtig finde, das macht eure Arbeit viel einfacher, denn es lässt sich viel besser formen und das Ganze hält und fällt nicht schnell auseinander. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall Kokosnussöl zu nehmen. Genau, Extras, da gibt es ja jede Menge. Ich erzähl euch ein paar auf. Ich werde jetzt zum Beispiel für die Farbe, habe ich hier natürliche Farben genommen, richtig günstig von Ruf, ich glaube 70 Cent oder so. Da ist noch ganz viel drinnen. Da werde ich heute mal ein bisschen mehr Farbe von nehmen. Genau, das würde ich gerne nehmen. Eine Hälfte davon werde ich aber auch ohne Farbe machen. Dann habe ich hier eine Vanillemühle, einfach nur damit das Ganze richtig schön riecht. Ja, kriegt ihr auch beim Supermarkt. Davon werde ich wahrscheinlich heute auch ein bisschen nehmen. Und dann könnt ihr noch, damit das Ganze auch nochmal eure Haut pflegt, wobei das ist ganz minimal der Anteil, was ich dafür benutzen würde. Das ist Gel aus der Aloe Vera Pflanze. Ihr wisst ja, oder die meisten wissen, ich habe in der Küche, in der Ecke, wo ich halt Aloe Vera züchte. Davon habe ich jetzt bestimmt schon 6, 7 Töpfe und die sehen toll aus, die wachsen schön. Allerdings ist da jetzt keine dabei, die schon richtig groß ist, wo ich sagen kann, da kann ich ein Blatt entnehmen. Deswegen möchte ich das jetzt eigentlich nicht so gerne machen. Genau, was wir heute machen, womit wir heute mal arbeiten, sind die Sachen, die ich euch gezeigt habe. Und wir fangen auch gleich an. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Ihr müsst die Sachen auch nur zusammenmischen, zusammenkneten, formen im Kühlschrank und fertig ist es. Habe ich jetzt gar nicht im Schnelldurchlauf gesagt, weil für alle, die jetzt keine Lust haben, hier zuzugucken. Genau, also ich mache jetzt einfach alles hier rein. Ich habe hier auch eine Waage, eine Küchenwaage, damit das Ganze einfach ist. Ich werde das Ganze jetzt hier drauf reinmachen. Dann werde ich das Ganze kneten und am besten zeige ich die Kamera einfach hier drauf und lasse ein bisschen Musik laufen. Ihr schaut einfach zu und dann melde ich mich gleich, wenn ich die Masse fertig habe.
Mädels, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze ausschaut. Es ist alles voller Krümel. Sieht man das? Also so soll es ausschauen, ja? Also ganz viele Brösel. Genau, wenn ihr das habt, hoch. Ja, mein Arbeitsplatz sieht aus, meine Güte. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr das jetzt schon in euren Förmchen reindrücken. Ich glaube, das machen wir jetzt einmal, damit ihr schaut, wie das Ganze geht. Also ich habe ja hier jetzt meine Form. Ich nehme so ein bisschen und drücke das da rein. Also wirklich reinpressen. So, in etwa. So in etwa. Mit beiden Kugelhälften. Sag ich mal. Es ist wichtig, dass man das Ganze schön reindrückt, damit die auch nicht kaputt geht. Aber wenn ihr keine Förmchen habt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auch per Hand machen. Das klappt auch ziemlich gut. So, dann wird das Ganze hier zusammengedrückt. So, die Umrandung mache ich dann noch sauber. Habe ich jetzt gemacht und entweder lässt ihr das jetzt noch so ein bisschen stehen oder aber auch ihr könnt es auch direkt rausnehmen. Ich nehme es jetzt direkt raus, sonst dauert das Ganze halt ein wenig. Das drehe ich dann so ein bisschen hin und her. Tada! So schaut es aus. Huch. So nah wollte ich jetzt auch nicht gehen. Und die andere Seite genauso. Das lässt sich eigentlich ziemlich gut lösen. Und da ist auch schon die Kugel. Da kann man noch diese Umrandung noch ein bisschen so verschließen. Und so schaut die Kugel aus. Die ist jetzt einfach nur weiß. Ich möchte jetzt noch eine mit Farbe machen. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch verschiedene von machen und zeige dann euch einfach gleich das Endergebnis. Dann erzähle ich euch noch gleich was zu den Gläsern. Ich wollte jetzt einen Teil davon blau machen. Dafür habe ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen was rübergenommen. Ein bisschen werde ich noch. Das möchte ich jetzt gerne blau einfärben. Und das mache ich ehrlich gesagt nach Gefühl. So, ja, mein Arbeitsplatz sieht aus. Achtet nicht drauf. Hier haben wir die blaue Farbe. Ihr könnt da natürlich auch eine Paste nehmen. Ich habe jetzt dieses Pulver genommen, aber ihr könnt da auch Paste für nehmen. So, wenn ich nachher noch mehr haben will, kann ich das ja immer noch machen. Diese Kügelchen versuche ich dann immer hier so kaputt zu machen. Ja, das Problem gibt es dann bei der Paste eben nicht, ne? So, dann wollen wir. Ich lasse wieder ein bisschen Musik laufen.
Mädels, die Kugeln sind fertig. Ich glaube, ich zeige einfach mal die Kamera drauf. Tada! So schauen die aus. Ich finde die mega. Die riechen richtig gut nach Vanille. Hier sind auch so dunklere dabei. Am liebsten mag ich hier diese zweifarbigen. Richtig, richtig hübsch. Das sind ja die von gestern. Das haben die Kinder gemacht. Sieht auch ganz, ganz toll aus. Habt ihr jetzt hier in diesem Glasbehälter drin gehabt. 4 Stück passen hier rein. Man kann natürlich auch noch mehr reinmachen. Dann kann man noch so eine Plastikfolie, eine durchsichtige, transparente drumherum machen. Hier oben eine Schleife. Und dann ist es auch ein tolles Geschenk. Ihr könnt aber auch einfach so ein ganz normales Glas nehmen. Das könnt ihr auch hier noch abmachen. Und dann kann man da was anderes draufkleben. Man kann aber auch, wie ich jetzt, ich habe jetzt hier, das ist ja eigentlich so ein Süßigkeiten-Behälter. Den kann man auch so hinstellen. Der ist jetzt von Ikea. Preis kann ich euch gar nicht sagen. Aber zum Verschenken ist natürlich sowas praktisch, weil das kostet ja nichts. Und da war jetzt zum Beispiel Aufstrich drin. Ja, wenn man so mehrere Kugeln hat wie ich, dann kann man das und man möchte das für sich selbst verwenden, dann kann man natürlich auch so ein größeres Glas nehmen, hier reinlegen. Das werde ich jetzt mal machen. Das schaut richtig klasse aus und dann kann das auch kann man das ins Bad stellen. Genau. Ja, die Kinder, die haben das jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob die Kinder das jetzt auch verschenken wollten. Ich weiß nur, dass die Kinder mega viel Spaß dran hatten und ich kann mir gut vorstellen, dass die Kinder, wenn sie nachher von der Kita kommen, dass sie sagen, Mama, können wir das wieder machen? Aber jetzt haben wir ja eigentlich erstmal genug. Wobei, da passen ja noch mehr rein, ne? Und so für die Großeltern, für Oma und Opa, total praktisch, oder? Ja, finde ich total hübsch, auch in diesem Glas. Kann man im Bad stellen, kann man auch immer schön zuhalten mit dem Deckel. Gefällt mir. Richtig, richtig hübsch und da dürfen auch noch gerne andere Farben rein. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!